Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Unterhalb des Videos findet ihr auch die Links zu den verschiedenen Informationen, die ich hier euch erzähle, mehr im Detail. Auch größere Bilder teilweise und manchmal auch kleine Videos drin. Des Weiteren haben wir den Weiterempfehlungslink, führt ein Tesla. Wenn ihr den nutzen wollt, denkt dran, ihr müsst das bevor ihr bestellt nutzen. Ansonsten bekommt ihr die 1500 Kilometer Supercharger frei nicht mehr. Und ihr könnt jeden Link nutzen, ihr müsst nicht meinen nutzen. Ich freue mich nur darüber, wenn ihr das tut. Dann ist es so, dass der Twitter-Account unten drin ist und ein paar andere Videos. Aber wenn ihr in meine Playlist guckt, dann könnt ihr was sehen über E-Bikes, über Technik, über Roadmovies, über mein Tesla und so weiter und so fort. Gibt es verschiedene Themengebiete, die ich abdecke. Natürlich die Nachrichten ist der größte Themenblock, wo wir ja auch heute wieder sind. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Nachrichten heute handeln um Lucid und oben Rivian oder Rivian. Ich weiß gar nicht, ob es Rivian, ich glaube Rivian ausgesprochen wird, aber mit der Aussprache, da gibt es immer wieder auch Sachen, die ich dann nicht richtig ausspreche. Wie ihr wisst, wie ID oder ID, ID3, kann man ja auch ID3 aussprechen oder wie man will. Aber gut, lasst uns zum Thema kommen, nämlich Lucid und Rivian. Und zwar, was gibt es Neues bei Lucid? Ja, so viel gibt es gar nicht Neues bei Lucid. Es ist mehr so, dass Lucid auf verschiedene Sachen von Tesla reagiert. Und sie sagen ja immer, sie konkurrieren eher mit Daimler-Benz. Aber bei Daimler-Benz habe ich gar nicht so viele Seitenhiebe gesehen. Von Lucid ist es mehr, dass sie immer auf Tesla-News reagieren. Wie zum Beispiel auch bei dem Joke oder Steuerrad, was jetzt für das Model S ist. Da haben sie dann so einen kleinen Twitter gesagt, ja, hier nimm doch lieber dieses Lenkrad, das vom Lucid, weil das ist unten auch abgeflacht, aber oben eben doch rund. Und bei Tesla ist das eben ja dieses offene U oder wie man das nennen möchte, dieser Joke eben als Lenkrad. Also ich persönlich finde den Joke richtig cool, also ein nettes Lenkrad. Würde mich davon abhalten, ein Tesla Model S oder X zu kaufen. Die Knöpfe finde ich so ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, die da drauf sind. Der Joke selbst nicht, aber die Knöpfe, also ich bin an sich mit meinen Knöpfen bei meinem Model S sehr zufrieden. Das funktioniert an sich sehr gut. Und diese Knöpfe sehen so ein bisschen fummelig aus dort. Aber vielleicht ist das alles nur eine Sache, wenn man das erstmal in den Händen hat, läuft das auch anders. Aber da hat eben Lucid ja so einen kleinen Joke gegen den Joke. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar wollen sie die Produktionshölle verhindern. Ja, Tesla ist wie immer in der Produktionshölle, Lieferhölle oder was auch für immer, welche Höllen, die sieben Höllen der Welt sind die immer irgendwie drin, aber Lucid möchte gerne dieses vermeiden und deswegen bereiten sie eben ihre Produktion besser vor, damit sie einfach besser vorbereitet sind für diese Produktion. Ob das nun wirklich dazu kommt, dass sie besser produzieren, schneller produzieren oder wie auch immer, das ist immer relativ schwer zu sagen. Ja, der Hauptinvestor ist ja Saudi-Arabien, zumindest aus dem Fonds wird ja eine ganze Menge hineingegeben und da ist es so, dass Lucid natürlich jetzt versucht, an die Börse zu gehen und zwar mit einem vorgefertigten Body, also Unternehmensgerüst, SPAC-Deal genannt, auf jeden Fall dort hineinzugehen und das würde natürlich den Wert der Firma, weil das an die Börse geht und die Aktien gehandelt werden können, höchstwahrscheinlich sehr stark anreizen. Genauso wie die Hülle eben, wenn sie genutzt wird, eben auch an Wert schnell gewinnen wird bei diesem Merger und da hoffen jetzt die
und die Leute aus Saudi-Arabien drauf, dass eben das genau passiert und dann eben viel Geld in dieses Unternehmen fließt, womit sie dann ihre weiteren Projekte vorantreiben können. Dann weitere Aussagen, dass sie eben weit voraus sind von der Technik, gegenüber einem Tesla eben wesentlich effizienter sind, die Batterietechnik weiter ist und so weiter und so fort. Ja, gut, okay. Das ist natürlich auch vom Preis her sind sie weit voraus, wenn man sich das anguckt. Und Dream kostet 161.000. Ein Model S, was man jetzt kaufen kann, liegt bei etwas über 70.000. Also insofern, da sind Welten dazwischen. Da muss man auch eine ganze Menge für liefern, wenn man so ein Auto so teuer verkaufen will. Und wenn man sich dann, also ich bin ja auch nicht uninteressiert an so einem Fahrzeug grundsätzlich gesehen, aber wenn man sich dann den Kofferraum anguckt, dann ist das leider eine Mini-Klappe hin. Das ist leider das genau dasselbe Problem wie beim Model 3, was ich an sich sehr toll finde, bloß das eben geht die Klappe auf und man hat kein, das, die Scheibe geht nicht mehr weg. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Hunde, die bei mir mitfahren hinten im Model S, nur kein Problem, kommen da rein. Beim Lucid ist es eben nicht der Fall. Deswegen, ja, das Lucid von innen sieht natürlich ganz toll aus und von außen finde ich ihn auch sehr hübsch und insofern bin ich sehr daran interessiert, diesen Wagen irgendwann mal live zu sehen und vielleicht auch live zu fahren, aber trotzdem ist es natürlich so, ja, dass sie die besseren sind und dass sie schöner sind und wie auch immer, solange sie nichts geliefert haben, ist es immer schwer zu sagen. Natürlich rasselt man gerne, damit man sein Fahrzeug ankündigt und damit Leute das eben schön ja, kaufen oder bestellen. Ja, und wenn das dann ums Bestellen geht, dann kommen wir auch schon zu den Engpässen. Nämlich Lucid will jetzt die Lieferung im ersten Halbjahr 2022 in Europa machen, beziehungsweise auch in Deutschland. So auch eine E-Mail, die ich bekommen habe. Ich glaube, das ist also ja ein Vierteljahr später, als es erst angekündigt war. Da sieht man schon keine Produktionshölle. Ich würde sagen, ja, das verschiebt sich alles ein bisschen nach hinten. Da ist die Frage, nennt man das eine Produktionshölle oder nicht, was dort passiert. Grundsätzlich gesehen, ja, dann soll das ja, also Anfang 2022 hier in Europa losgehen. Die anderen Fahrzeuge in Amerika sollen ja auch ausgeliefert werden im Frühling. Sollen die ersten ausgeliefert werden. Und wenn man dann sich eben anguckt, ja, was sind denn die Fahrzeuge, die dort ausgeliefert werden, ist das Airdream Edition. Das Ding, das kostet 161.000 Euro, ist natürlich top ausgestattet und ich meine, dieses Gold sieht echt super aus. Also finde ich also absolut klasse, der Wagen sieht schon beeindruckend aus. 161.000 ist natürlich aber auch eine ganz schöne Hausnummer, das klingelt schon. Und das soll eben im Frühjahr ausgeliefert werden. Da muss man mal sehen, ob sie das wirklich hinkriegen. Im Sommer kommt dann das Long-Range-Modell, was mich am meisten interessieren würde, weil der Dream hat eben auch die volle Kraft, also die Superbeschleunigung, 2,5 Sekunden, und hat aber nicht die ganz große Reichweite mit 503 Kilometern. Eine ganz große Reichweite ist natürlich untertrieben. Der andere hat 517 Meilen, der eine 503 Meilen, der andere 517 Meilen. Also insofern, ja, die Wagen sind schon, haben schon unendliche Reichweite und auch von der Ladegeschwindigkeit sind sie super. Aber der Grand Touring, der eben diese Reichweite bietet, kostet 131.000 Euro, nee, Dollar. Aber man kann das fast 1:1 sagen, weil die Lieferkosten da drauf und dann die Anpassung an den Markt werden die Autos um diese Summen auch hier in Deutschland kosten oder in Europa kosten. Da wird kein großer Unterschied zwischen den Zahlen sein, vielleicht Kleinigkeiten, aber nichts Erhebliches. Der Touring, der mit den 406 Meilen, was dann kommt das so ungefähr auf die 640 Kilometer heraus. Das ist wie der Long Range Model S jetzt hat. Ja, der kommt dann mit 87.000 Kilometer. Das wäre dann vom Prinzip her ein bisschen teurer als das Model S. Und der Air Pur, der ist mit 69.900 und der soll in 2022 kommen. Also erst nächstes Jahr auf den Markt kommen und der würde dann mit knapp unter 70.000 schon ein relativ
guten Einstieg in so ein Fahrzeug bieten. Und ich glaube, da hat man ein paar Funktionen weniger. Aber grundsätzlich, wenn man in solch einem Wagen, erwarte ich zumindest für das Geld, schon die gute, normale Grundausstattung haben, sodass man damit durchkommt. Der hat eben festes Dach und kein Glasdach und so ein paar Sachen. Also das geht. Eine weitere Sache ist, dass Lucid höchstwahrscheinlich eine zweite Fabrik denn auch in Saudi-Arabien bauen soll, weil ja die Besitzer würden ganz gerne auch eine Produktionsstätte in ihrem Land haben, was nachvollziehbar ist. Ja, grundsätzlich gesehen ist auch das so, dass Lucid ja in Amerika wesentlich neue Verkaufsstellen eröffnet und Rivian eröffnet eben auch Verkaufsstellen. Und Rivian ist relativ potent, weil die haben relativ viel Geld, haben relativ viel Geld in ihrem Account, um eben ihre Produktionsstätten auszubauen. Und die bauen ja für Amazon so Lieferwagen jetzt eine große, also eine richtig große Produktion ist dort an. Aber das Hauptfahrzeug ist ja dieser Pickup und der SUV. Und auch diese beiden Fahrzeuge sind natürlich oder sollen dann in Europa irgendwann ankommen. Allerdings wird da gesagt, dass in Europa eine Fabrik erstellt werden soll für den Bau von den Rivian. Und da ist im Moment so ein kleines bisschen, gucken die so ein bisschen danach, ob sie in Deutschland, Ungarn oder in UK das bauen. UK wäre nicht Europa, das heißt, das ist außerhalb von Europa. Das, glaube ich, ist ein absoluter Nachteil. Wenn England oder UK weiterhin in Europa gewesen wäre, dann hätten sie ganz bestimmt super Chancen gehabt für Tesla und hätten auch bombastische Chancen gehabt, jetzt den Rivian zu kriegen. Ich glaube, durch den Austritt aus Europa wird man höchstwahrscheinlich die Fahrzeuge lieber in einem europäischen Land bauen. Da könnte Ungarn natürlich dann ins Spiel kommen oder eben in Deutschland eine weitere große Autofabrik gebaut werden, was erstmal grundsätzlich gar nicht so schlecht ist. Ja, ob Rivian kommt, wann Rivian kommt, das ist natürlich noch ein bisschen offen. Die Fahrzeuge fahren schon, da werden schon als Prototypen gefahren, aber gebaut sind sie immer noch nicht. Das heißt, das dauert alles ein kleines bisschen. Da gibt es ja verschiedenste andere Fahrzeuge, die in der Pipeline sind, wo man darauf wartet, wie Fisker oder Faraday Futures oder Byton und so weiter, wo man immer nicht weiß, ob sie irgendwann am Ende doch das nicht schaffen auf dem Markt. Hingegen bei Rivian, die sind relativ stark supported, auch von Amazon. Und da kann ich mir eben gut vorstellen, dass es wirklich demnächst dabei losgeht, dass da produziert wird, dann aber erst für Amerika. Und ich würde sagen, für Europa, selbst wenn dann eine Fabrik gebaut wird, sehe ich diese Fabrik nicht eher als ja, so 24 oder sowas vielleicht, dass dann angefangen wird, vielleicht 23, dass sie anfangen zu bauen. Aber eher wird hier nichts passieren. Und von der Auslieferung von diesen Fahrzeugen kann das sein, dass eben doch einige Fahrzeuge rüberkommen, aber dann braucht man auch irgendwie einen Vertriebsweg, den man aufbauen muss. Das ist dasselbe für Lucid, bloß bei Lucid ist es eben schon wesentlich weiter gediehen mit der Fabrik. Die bauen schon Fahrzeuge, das heißt, die liefern demnächst die ersten aus. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass das demnächst da losgeht. Das war es mal wieder von den Tesla Fan News. Bis zum nächsten Mal. Euer Tesla Fan.